Hallo Ali und herzlich willkommen bei Schmormaus TV. Ich werde heute meine kleine Flammkuchenserie ein wenig fortsetzen. Ich werde heute einen Flammkuchen mit Lachs und Spinat machen und werde den mit Käse überbacken, also gratinieren. Dazu benötige ich natürlich einen Flammkuchenteig. Das ist mein Flammkuchengrundteig ohne Hefe, den habe ich mir schon mal ausgerollt. Der ist schön trocken. Den kann man übrigens auch wirklich ein paar Tage mal im Kühlschrank lassen, wenn man sowas vorbereiten will. So ein, zwei Tage geht eigentlich immer. Dann benötige ich natürlich Lachs, den habe ich mir auch schon zurechtgestellt. Meine Grundcreme, bzw. meine Standardcreme Typ 1 Pikant. Das Video findet man auch auf meinem Kanal. Die werde ich jetzt gleich erst nochmal mit etwas Meerrettich verfeinern. Das passt sehr gut zu dem Lachs. Das will ich dann auch gut unterrühren. Ein bisschen verteilen. Hopsa, kommt natürlich mal ein Klecks rüber. So, dann habe ich hier noch ein bisschen Knoblauch, den werde ich nachher damit zugeben. Und den Spinat. Ich nehme dafür tiefgefrorenen Spinat. Man kann auch frischen nehmen, aber das ist nicht immer zu bekommen. So, dann werde ich jetzt als erstes mal hier nochmal durchrühren und werde dann die Creme auftragen. So, und wenn die Creme dann gut verteilt ist, dann kann auch schon mal der Lachs drauf. Nee, halt, ich mache das lieber andersrum. Ich mache erstmal den Spinat drauf. Ja, das verteile ich auch einfach hier so ein bisschen grob. Es muss jetzt hier auch nicht alles sein, was ich genommen habe, was ich hier ausgefroren habe. Und dann kommt der Lachs drauf. Den habe ich mir schon mal so ein bisschen zurechtgeschnitten, ein kleines Stückchen. So, das reicht dann eigentlich auch schon. Den kleinen noch mal mit drauf. So, dann gebe ich von dem Knoblauch noch ein bisschen dazu. Das ist eine Zehe, die ich mir klein geschnitten habe. Man kann es auch pressen, wenn man mag, oder einfach in Scheiben drauflegen. Das ist so jedem selber überlassen. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen über den Spinat Salz rübergeben, weil der ist völlig ungewürzt. Und noch ein ganz klein wenig Muskat drüber anreiben. Und dann kann auch der Käse damit zu. Den streue ich so leicht oben über, den habe ich relativ fein gehobelt oder gerieben. In dem Falle ist es ein Gruyère. Da muss man auch nicht so ganz viel drauf machen. Es soll ja kein Käsekuchen werden, sondern ein Flammkuchen. So, das ist es dann auch schon. Jetzt kann das Ganze raus. Ich mache das ja auf meinem Gasgrill, auf meinem Outdoor-Chef. Den kann ich relativ stark anheizen. Das Thermometer zeigt mir da immer so ungefähr 400 Grad an. Wird es aber nicht ganz sein. Eher so 350 Grad. So, dann geht es draußen weiter. Der Grill war jetzt so 10 Minuten schon vorher an oder vielleicht auch eine Viertelstunde, dass der Stein nicht gut erhitzen kann. Und jetzt gebe ich hier den Flammkuchen drauf. Das Ganze bleibt jetzt etwa 5 bis 6 Minuten auf dem Stein. Es sind jetzt 5 Minuten vergangen und wie man sieht, es ist richtig schön am Brodeln. Das ist jetzt auch fertig, das Gas habe ich schon ausgestellt. Und jetzt nehme ich den Flammkuchen mit rein und schneide ihn auf. So, ich habe den Flammkuchen jetzt schon mal auf mein Servierbrettchen umgelegt. Ich werde ihn jetzt hier mit meinem Pizzaschneider, Roller, kleinschneiden. Man hört, das ist wirklich wieder sehr schön knusprig geworden. Und dazu serviere ich dann noch ein Gläschen Federweißen bzw. roter Sausa. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist wirklich ein ganz wunderbares Essen. Kann ich nur empfehlen. Vielleicht hat ja jemand Lust, das mal nachzumachen, zu probieren. Das ist wirklich ganz einfach und schnell, geht auch wunderbar im Backofen. Muss man also nicht unbedingt auf dem Gasgrill machen. Dann allerdings 10 bis 15 Minuten einrechnen. So, ja, dann wünsche ich einen guten Appetit. Viel Spaß beim eventuellen Nachmachen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!